Mein Name ist Doreen Jenichen, ich komme aus Jena in Deutschland. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und die meisten Patienten kommen zu mir, weil sie an Krebs leiden oder andere Erkrankungen haben, wo die schulmedizinische Therapie nicht so erfolgreich war und wir versuchen dann mit naturheilkundlichen Methoden noch eine Verbesserung hinzubekommen. Ich denke, dass es natürlich für die Frauen eine sehr, sehr schwierige Situation ist, weil es einfach ein Wissensdefizit gibt, über den eigenen Körper Bescheid zu wissen, über die eigene Sexualität Bescheid zu wissen und dass sicherlich das auch eine Ursache dafür ist, dass man sie dann nicht so glücklich erleben kann. Vaginismus ist eigentlich ein Scheidenkrampf, eine Kontraktion, eine unwillkürliche Kontraktion der Muskulatur, die das verhindert, dass der Penis eindringen kann, ein Tampon eingeführt werden kann. Es ist mit Schmerzen verbunden. Und obwohl die Frau das möchte, funktioniert es nicht, weil unwillkürliche Muskelkontraktionen das verhindern. Also in verschiedenen Publikationen spricht man von 5%. In der Sexualberatungsstelle sind es 15%. Ich glaube, die Dunkelziffer liegt deutlich höher, weil viele sich gar nicht trauen, darüber zu schreiben. Deswegen fand ich Ihren Beitrag auch sehr mutig. Man muss es versuchen, ein bisschen einzuteilen. Es gibt den primären Vaginismus, da ist es nie funktioniert. Im ganzen Leben der Frau war es noch nie einmal möglich, dass man etwas einführen konnte in die Vagina. Beim sekundären Vaginismus ist etwas vorgefallen. Das kann zum Beispiel ein sexueller Missbrauch gewesen sein. Das kann eine schmerzhafte Untersuchung beim Frauenarzt gewesen sein. Das können Erkrankungen gewesen sein, Operationen in dem Bereich. Das sind vielfältige Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass die Frau das dann nicht mehr gut erleben kann. Ich glaube, da muss man die andere Einteilung des Vaginismus heranziehen. Es gibt den Vaginismus, der aufgrund einer Identitätsproblematik entsteht, und den phobischen. Ich glaube, hier liegt eher der phobische Vaginismus vor. Das heißt, man hat Angst, dass etwas, was in einen eindringt, einen verletzen kann. Und es wurden Untersuchungen bei Frauen gemacht, sie sollten ihr eigenes Geschlecht und das Geschlecht des Mannes zeichnen. Sie haben ihr eigenes Geschlecht ganz klein gezeichnet und den Penis übergroß. Und wenn man so eine Vorstellung hat, dann macht es schon Schmerzen im Vorfeld. Das sind ja Dinge, die wirklich in der Kindheitsphase schon angelegt waren, auch wie sie schreibt, was die Mutter sagt. Und dass man es nicht offen benennt, das ist einfach schade, weil es verhindert, dass man einen normalen Zugang zu seiner Sexualität hat. Wenn die Frauen darunter leiden und sich in einer Beratungsstelle melden, kann man natürlich sehr viel dafür tun. Rein organisch muss man ausschließen, manchmal gibt es organische Ursachen, dass man die beheben kann. Dann spielt natürlich Psychotherapie oder auch die Paartherapie eine wichtige Rolle, wenn so das Kommunikationsverhalten der Eheleute untereinander nicht gut läuft. Und es gibt die sogenannten Vaginadilatatoren, das heißt, die Frau wird langsam daran herangeführt, so Plastikteile zu benutzen, die dem Penis nachgebildet sind in verschiedenen Größen, sodass man das sehr straffe Gewebe versucht, vorsichtig zu dehnen und auch einen Bezug zu den Dingen herzustellen. Beckenbodentraining, das wären so Möglichkeiten, die man hat und mit denen man gut umgehen kann. Eine andere Variante ist zum Beispiel die Botox-Injektion, die man vielleicht eher von Schönheitsoperationen oder Schönheitsbehandlungen kennt. Das führt natürlich zu einer Schmerzfreiheit, und wenn man dann einmal einen erfüllenden, schönen Sex hat, dann kann es dazu führen, dass man dieses Erlebnis in sich aufnimmt und dann weiterhin auch geheilt ist. Es kann sein, dass man in 2 Wochen davon wirklich befreit ist. Das machen Sie ja selbst. Das ist eine Therapie, wo man quasi an dem Selbstbild der Frau arbeitet. Sie werden ganz langsam herangeführt, sich selbst anzufassen, das zu erkunden, vielleicht mit den Fingern und dann eben auch mit diesen Geräten, die dafür dienen, das ein bisschen weiterzumachen. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich in der Ausprägung, wenn die Frauen sich gut behandelt fühlen und sich einlassen können und Vertrauen finden, dann ist die Therapie viel eher möglich, als wenn man innerlich abgeschaltet hat und das Thema prinzipiell als etwas Schmutziges, Tabuisiertes empfindet. Der Vaginismus ist eine Erkrankungsform, die definitiv nicht nur muslimische Frauen betrifft.
Und es ist aus meiner Sicht natürlich abhängig von dem Selbstbild der Frau. Und es beginnt sich schon zu etablieren im einem ganz jungen Alter, sodass ich vorschlagen würde, dass wir mit den Körperteilen ganz offen umgehen. Wir sagen ja den Kindern mit anderthalb: Schau, das sind deine Augen, das sind deine Ohren. So können wir auch sagen, das ist deine Vagina. Und es ist einfach etwas Normales, was dazugehört, was nicht ausgegrenzt wird. Und natürlich spielt die Rolle der Mutter eine große. Die Mutter, die sich als Frau gut fühlt, die gerne Mutter ist, die gerne ihre Rolle als Frau ausführt, wird es auch unbewusst einfach auf ihr Kind weitergeben. Und wenn sie sich dann noch gut mit dem Vater versteht und sie eine gute Ehe führen, dann ist das auch entlastend für das Kind, weil es sich ganz frei in seiner Entwicklung als Mädchen und später als Frau dahingehend entwickeln kann, selber auch eine glückliche, stolze, zufriedene Frau zu sein. Ich denke, da können wir alle viel tun, indem wir die Kinder offen und frei erziehen, in dem Sinne, dass wir ihnen sagen, es ist etwas Normales, Sexualität ist etwas Schönes, daraus entsteht neues Leben und es ist wertvoll für unsere Welt. Ich finde es ganz wertvoll, dass Sie diesen Beitrag öffentlich machen und ich hoffe, dass er anderen Frauen Mut macht, sich mit solchen Problemen dann auch an die Öffentlichkeit zu wenden und sich Hilfe zu suchen.